Da steht ja der E46 Viertürer mit White Body Kit. Es müssen noch viele Kleinigkeiten gemacht werden. Die A-Säule ist noch nicht dran, weil ich noch keine habe. Hinten die Abdeckung für die Sitze fallen immer ab. Die B-Säule-Abdeckung fallen ab, da muss ich neue Clips reinmachen. Dann so ein paar Sachen an der Folie muss ich nochmal neu machen. Hier zum Beispiel habe ich keine Inlays gesetzt, muss ich auch nochmal machen. Tempern ein bisschen, weil die Folie ist gerade erst frisch drauf. Ja, was sonst? Andere Reifen und Felgen kommen drauf, weil diese Felgen und Reifen schaben dran. Dann ist hier einmal das Teil noch nicht komplett befestigt. Es ist zwar feste, ja, aber es muss noch rauskommen und an das Whitebody-Kit dran gemacht werden. Nebelscheinwerfer sind noch nicht dran. Hier kommt auch nochmal schwarze Inlays für die Nebelscheinwerfer. Ich finde, das sieht in schwarz besser aus. Ich überlege auch, hier das Teil auch schwarz zu machen. Aber mal gucken. Die Folie geht hier ab. Muss ich nochmal tempern, damit alles gut hält, weil die Stoßstange, die habe ich gar nicht getempert. Aber sonst, alles in einem, finde ich den Wagen mega gelungen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Und was ich noch brauche, ist ein Kühlergrill. Denn ich finde den Kühlergrill hässlich und ich habe den beim Abbauen kaputt gemacht. Und deswegen ist er jetzt mit 3M Klebeband fest. Aber sonst ist der Wagen richtig cool. Bremsen in Gelb gefärbt. Diese Optik, boah, einfach nur schick. Dann will ich noch die ganzen Leisten hier. Hier die Leisten will ich in Schwarz-Hochglanz machen. Die sind ja jetzt normal Plastik halt und ein Doppelrohrauspuff muss da auch noch drauf. Die Leiste hält hier noch nicht so ganz gut, muss ich noch was machen. Kamera ist noch nicht fest, die muss ich auch noch festschrauben. Ja, sind halt so Kleinigkeiten, die aber sehr aufhalten, die man auch machen muss, sonst ist das Auto halt nicht komplett fertig und das wollen wir ja nicht. Und im Innenraum so Kleinigkeiten, so Boxen einbauen halt und ja. Aber sonst von außen, was sagt ihr? Ja Leute, das war's auch schon mit dem Video und mit dem kompletten Projekt eigentlich zum E46. Ich mache da noch einmal ein kleines Video, wo ich die ganzen kleinen Sachen fixe. Aber sonst steht der E46 super da. Der Motor läuft, Getriebe läuft. Ich mache noch einen kleinen Service. Und dann war's das auch schon mit dem E46, denn den bekommt jetzt meine Cousine zum 18. Geburtstag geschenkt. Also wer von euch in Duisburg unterwegs ist, wird das Auto häufiger sehen, denn dort wird das jetzt rumfahren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und mit meinem neuen Ding.